Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games. Ja, und heute bin ich direkt mit Hamburg verbunden mit dem Ralf Kruse. Ralf, du bist ja Podcaster, einige kennen dich wahrscheinlich schon oder haben dich zumindest schon mal gehört. Ich habe aber auch gelernt, du hast einen YouTube-Channel, da kann man dich dann auch wirklich sehen, ganz anders als bei diesem Podcast hier. Scrum Meistern heißt dein Podcast. Du bist in Hamburg zu Hause, zertifizierter Scrum-Trainer und in der agilen Organisationsentwicklung unterwegs. Und ja, wir haben uns ja über LinkedIn kurz abgestimmt und da habe ich dich gefragt, welches Spiel möchtest du denn gerne vorstellen oder zu welchem Spiel darf ich dich denn interviewen? Und dann kam das Haus vom Nikolaus. Also, traditionell starte ich mit zwei Fragen. Ralf, wer bist du? Was sollen unsere Hörenden über dich wissen? Und wie ist eigentlich dein Pitch für dieses selbstentwickelte Spiel, das Haus vom Nikolaus? Wie erklärst du das jemandem, der noch gar nichts davon gehört hat? Ja, moin moin, erstmal schön hier zu sein. Was sollten Leute über mich wissen? Ich bin Vater von Zwillingen und werde gerade wieder Vater von Zwillingen und habe da ganz viele unbekannte Sachen vor mir und bin schon seit 2010 dabei, Organisationen zu helfen, agile Herangehensweisen zu benutzen und beobachte mit einer gewissen Spannung, manchmal aber auch mit einer gewissen Sorge, wie dieser Hype sich entwickelt, was damit gemacht wird, weil die Grundintentionen eigentlich ja ganz gut sind, aber gleichzeitig momentan der Hype es manchmal auch schwieriger macht. Was uns zu dem Punkt bringt, dass Spiele und Simulationen einen ganz wichtigen Punkt dabei haben, Leuten wirklich eine günstige, einfache Umgebung zu geben, das zu erfahren. Und das Haus vom Nikolaus ist in dem Kontext ein Spiel, in dem es darum geht, empirische Prozesssteuerung zu erleben. Und zwar das, was ja den Kern von so Methoden wie Scrum ausmacht, zu erleben, dass wir systematisch aus Erfahrungen lernen. Da gibt es für On-Site relativ schöne, einfache Simulationen, um das fokussiert zu machen, wie zum Beispiel das Ballpoint-Game von Boris Gloger, das ich On-Site sehr gerne einsetze, weil es halt sehr fokussiert, sehr minimalistisch diesen Kern rüberbringt. Und das Haus vom Nikolaus ist ein Spiel, was in Remote diese Möglichkeit gibt, in einer Gruppe, in mehreren Runden systematisch aus Erfahrung zu lernen und dann halt auch die Arbeit dadurch in dieser empirischen Weise unter Kontrolle zu haben. Okay. Ja, prima. Ja, herzlichen Dank. Und ja, du sprachst ja schon an, genau, es gibt ja auch einen, man könnte fast sagen, einen Hype rund um Spiele, Simulationen und Interaktionen, nicht nur in Workshops, insbesondere dann beim Erlernen von agilen Vorgehensweisen, agilem Mindset, agilen Zeremonien und. Jetzt ist es natürlich so, du hast das entwickelt, weil du nichts anderes gefunden hast oder ich habe auch schon ein bisschen gesehen, klar, es wurde auch schon versucht, diverse Spiele auf die digitalen Whiteboards zu überführen. Wie kam es dazu? Also was war der Ausschlag zu sagen, ach komm, ich mache da was Eigenes, statt was zu nehmen, was vielleicht schon da ist? Nein, ich entwickle immer dann Spiele, das ist das zweite Mal, dass ich größer oder ein Spiel, was das Potenzial hat, größer bekannt zu werden, entwickelt habe und das mache ich eigentlich immer nur dann, wenn ich den Bedarf sehe. Das war damals beim Kann-man-Pizza-Spiel so gewesen, dass da das Problem war, dass es in dem Spiel alle Spiele immer irgendwie so feste Stationen hatten und wir den Leuten eigentlich beibringen wollten, Kann-man fängt da an, wo wir jetzt sind und dann entsteht das Ganze evolutionär und damals gab es halt nur Spiele und hier sind meine vier Stationen und jetzt spielst du die Karten so. Also das war sehr starr und da habe ich dann gesagt, da braucht es was anderes und deswegen ist damals zum Beispiel das Kann-man-Pizza-Spiel entstanden. Das Haus vom Nikolaus ist entstanden, weil ich tatsächlich unzufrieden war mit dem, was es bisher zu Anfang von Corona gab. Und viele Leute haben sich drauf gestürzt. Also viele Leute haben sich ja darauf gestürzt und haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie bekannte, etablierte Spiele nehmen und transferieren die jetzt in Remote. Und versuchen dann so Sachen wie, wie schiebe ich Bälle, wie schiebe ich irgendwelche Sachen auf so einem Miro- oder Moralboard durch die Gegend. Und für mich wirkt manches davon erstmal sehr wie so ein bisschen nostalgische Verklärtheit der Facilitatoren. Es war so schön vor Ort, also muss ich das übertragen. Und für mich ist das Wichtige tatsächlich an der Stelle die Frage erst zu stellen, was wollen wir erreichen, was ist das Learning Objective und wie schaffe ich dazu eine Umgebung? Und da war für mich der Punkt, sowas wie Bälle schmeißen aus dem Ballpoint-Game kann ich nicht machen. Und die anderen Sachen, wie übertrage ich das? Verdrängt die Frage, was will ich erreichen? Und nachdem ich die Frage mir gestellt habe,
ich will diese empirische Steuerung den Leuten rüberbringen über mehrere Runden, war für mich die Frage, welche Medien kann man besser remote benutzen, wenn ich keine Bälle schmeißen kann? Da kann man zeichnen, da kann man Wortspiele machen, da kann man irgendwie vielleicht überlegen, wie man über Kameras irgendwie hin und her etwas hin und her gibt oder ähnliches. Also du brauchst ja irgendein Medium dafür. Und nachdem ich für mich relativ klar entschieden habe, das muss eigentlich irgendwas mit Zeichnen sein, weil das am nächsten dran ist, was man machen kann, bin ich relativ schnell zum Haus vom Nikolaus gekommen, weil in unserem Kulturkreis fast alle das kennen und sich viele dann irgendwie in diesen Kniff reinkommen, wie ging das nochmal? Und damit ist es ein schöner Einstiegspunkt, das zu benutzen. Okay, ja, spannend. Wobei ich ja auch vorhin ein Video gesehen habe, ja, also es wird ja auch international gespielt. Muss ich auch mal recherchieren. Oder hast du schon eine Liste, wie das Haus vom Nikolaus in den unterschiedlichen Hemisphären und in den unterschiedlichen Kulturen denn genannt wird? Gibt es überhaupt Ich überall ein habe die Pendant? englische Beschreibung heißt House of Santa Claus. Und deshalb, ich habe auch eine englische Beschreibung gemacht dafür. Ich hätte jetzt vor allem am Anfang ein paar Sessions gemacht, um jetzt in der deutschen Community das Spiel ein bisschen zu pushen, weil es immer auch darum geht, dass man es erleben muss und sehen kann. Davon haben einige das dann international angewendet. Und es ist auch schon an einigen anderen Stellen weitergekommen, aber ich wollte tatsächlich für den englischen Sprachraum auch nochmal Sessions aufsetzen, damit sich es in der Richtung weiter verbreitet, damit Leute es erleben können. Erstmal gibt es eine Okay. Beschreibung, wie du ja auch immer sagst, ist ein bisschen begrenzt. Ja. Okay, na, also jetzt haben wir auf jeden Fall die Gelegenheit, das Spiel zu erleben, zumindest auf der Audiospur. Starten wir, Ralf, mit der Frage rund um das Spiel. Was musst du denn vorbereiten? Also brauchst du einfach nur ein digitales Whiteboard? Also du brauchst ein digitales Whiteboard an der Stelle. Es kann aber auch ein einfaches sein. Es können die komplexeren gängigen sein, wie Concept Board, Miro, Mural. Aber es geht sicherlich auch mit sowas wie einem Google Jamboard oder noch einfacheren Lösungen. Letztlich brauchst du das. Und was ich normalerweise dabei sehe, ist, dass du in Vorbereitung auch auf diesem Board irgendwie die Regeln zum Spiel sichtbar machen solltest. Also in welcher Art und Weise. Das Ziel vom Spiel ist, so viele Häuser wie möglich pro Runde zu produzieren, dass die Leute wissen, okay, wir machen das in so einem Takt vom Planen, Tun, Reflektieren und dass die Regeln, in welcher Art Häuser gemalt werden dürfen, dass das sichtbar auf dem Board ist, wo die Leute malen, dass sie es direkt daneben haben. Das bereitet man als Rahmen vor, mache ich aber meistens relativ minimal und dann gehst du eigentlich in die Session rein. Okay, und was sind denn die Regeln? Also, was gibt es denn da zu lesen? Oder hast du dann ein schönes Flipchart abfotografiert? Oder was sind die Also Regeln? ich hab eine Beschreibung auf meiner Webseite, in der ich die Regeln auch nochmal mit eingestellt habe an der Stelle. Muss ich mal gucken, wo ich sie habe, weil also tatsächlich habe ich sie mir länger nicht angeguckt. Ja, kein Problem. Ich verlinke die Regeln auf jeden Fall auch gleich noch im Podcast, sodass ihr direkt draufklicken könnt, wenn ihr jetzt zuhört. Aber es ist ja überschaubar, ne? Ich glaube, es Genau, es waren ist drei überschaubar. Regeln. Genau, das Ziel ist ja, ein relativ einfaches Spiel zu haben. Es sind einfache Regeln gewesen, wie es geht darum, dass du das Haus vom Nikolaus zeichnest. Meistens, wenn es in dem Tool geht, blende ich es auch noch animiert ein. Dann ist der Punkt dabei, wie beim Malen von einem Haus vom Nikolaus, dass wenn einer einen Strich gemalt hat, dass man da, wo er abgesetzt wurde, weiterzeichnet, sodass diese Knobelübung aus der Kindheit dort mit drin bleibt. Und die Leute wählen vorher sechs Farben aus, also verteilen die auf die Teilnehmer, die wir dort haben. Also Und jeder Spielende, jede Teilnehmerin kriegt eine Farbe. es gibt sechs Farben, also für das will ich das spielen, es gibt sechs Farben und wenn wir jetzt zum Beispiel Leute haben, die das zu dritt oder zu viert spielen, dann müssen einige halt mehrere Farben nehmen an der Stelle. Und dann ist halt eine Regel noch mit drin, dass die Farben sich nicht berühren dürfen. Das heißt, man muss sich Gedanken machen, wo fange ich an, wie male ich und wie schaffe ich es, dass sich die Farben nicht berühren. Damit das Ganze nicht zu schwer wird, blende ich aber halt meistens auch nochmal eine Animation ein. Und damit hast du dann den Vorteil mit diesem Set von Regeln. Also neben so offensichtlichen Regeln, dass du es nicht kopieren darfst, wenn du eins mal gezeichnet hast oder ähnlich, hast du den Punkt dabei, dass die Leute in diesem Spiel, in dieser Planungsrunde halt auch vor der Frage stehen, okay, nachdem die Farben verteilen wir vorher, aber wenn wir dann in der Planungsrunde sind, wo fangen wir an? In welcher Art malen wir das Haus? Wie koordinieren wir uns dabei? Und ähnliche Sachen. All diese Fragen kommen auf und die machen es ein bisschen schwerer als sowas wie das Ballpoint-Game. Weil in den ersten Runden die verschiedenste Fragen halt für sich weglassen und wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen diese 90 Minuten verplempern. Und dann versuchen sie es halt 90 Minuten hinzukriegen, kommen dann aber in die Reflexion rein.
Und in der Reflexion, okay, jetzt haben wir meistens halt in der ersten Runde nichts geschafft und die wenigsten schaffen halt in der ersten Runde ein Haus. Aber worauf kommt es an? Was haben wir vergessen? Wie müssen wir uns zusammenraufen? Und das geht dann halt wiederum in die nächste Runde rein. Und so wird es ab Runde 2 oder Runde 3 dann tatsächlich auch so, dass dann erste Häuser entstehen, aber später halt auch ein schöner Skalierungseffekt entsteht. Okay, ich überlege gerade, das Board ist da, die Regeln sind drauf, die Farben sind klar. Natürlich weiß jeder, wie man diese Farben dann auch einstellt. Hast du sonstige Vorbereitungen auf teilnehmenden Seite, die Moderierende beachten sollten? Also kann man das auch mit dem Tablet spielen oder am besten mit Wir dem hatten Leute Touchpad oder der Maus? mit einem Tablet schon mit drin. Die müssen halt eine Lage in Strich auf so einem Board malen zu können. Und Okay. das geht ja von einem Tablet wie auch davor. Um das Risiko ein bisschen zu reduzieren, mache ich es gerne, dass ich sage, jeder malt in den Farben, die er hat, schon mal einen Strich. Okay. Sodass diese Risiken rausgenommen sind. Aber gleichzeitig gehört für mich zur empirischen Steuerung auch dazu, wir schaffen einen Container, wo die Leute in einem geboxten Zeitraum was ausprobieren. Das heißt, eine volle Einführung zu irgendeinem elektronischen Tool sehe ich da nicht, weil ich gerade sehe, wenn einer technisch rausfällt oder ähnliches, okay, dann halt Inspect and Adapt und eher die Leute auch nochmal darauf vorbereiten, das ist ein Container für Inspect and Adapt. Wenn etwas schief geht, passt euch an, reflektiert darüber, wie ihr mit umgeht. In den koronischen Zeiten haben wir oft ja auch Unwägbarkeiten, die wir einbinden müssen, und das ist ein Container. Also so gesehen hilft Weinen Okay. nichts, sondern müssen darauf eingehen. Ja, okay, verstehe. Jetzt hast du gesagt, sechs Farben. Jetzt bin ich gleich davon ausgegangen, oh, sechs Teilnehmende. Also was ist denn so die minimale und maximale Teilnehmendenzahl? Also ich glaube, so eine wirklich gute Teamdynamik in einem Team entsteht erst frühestens ab 3, besser ab 4 Leuten. Also irgendwie würde ich sagen, ideal sind so 4 bis 6 Leute, weil man es halt zur Not haben, Okay. einige halt mehrere Farben. Man kann das aber auch in größeren Gruppen spielen. Das Spiel, da könnte ich gleich nochmal drauf eingehen, wo man dann halt einfach mehrere Teams hat, die das parallel spielen. Da habe ich so ein bisschen eine Besonderheit mit drin, aber du kannst halt parallel x Teams haben, die das Ganze machen. Okay. Gut, ja, habe ich verstanden. Dann sind die Regeln erklärt. Der erste Strich ist quasi so testweise gemalt. Wie geht's dann los? Das Wichtige für den Anfang für mich bei dem Spiel, bevor ich spiele, ist eigentlich immer, dass ich mit den Leuten noch einmal zusammensammle, entweder zu erklären oder einmal in Gruppen mit ein bisschen Erfahrung abzuholen, was versteht ihr unter diesem Kern der empirischen Prozesssteuerung? Also was versteht ihr in dem empirischen Arbeiten? Das mache ich teilweise so, dass ich, wenn die Gruppe schon ein bisschen Erfahrung hat, wo ich Leute in der Community abgeholt habe, da habe ich eher mit denen drauf geguckt und habe gesagt, okay, jetzt schreibt mal jeder in Chat rein, was versteht ihr da unter empirischer Steuerung? Haben sie es reingeschrieben? Ja. Dann habe ich da einfach nochmal 5, 8 Highlights von dem, was sie erzählt haben, einfach hervorgehoben, habe gesagt, schön, genau darum geht's, das ist schwer zu erleben, das machen wir jetzt. Und als ein Twist in dem Spiel mache ich es auch gerne, dass ich den Leuten schon sage, wie wir das Debriefing machen. Okay. Also du verrätst die Frage, worauf du fokussierst oder achtest, schon im Vorfeld. Ja, weil viele Leute glauben tatsächlich bei diesen Spielen, dass dieser Geheimtwist eines Spiels die Magie ist. Und wenn sie denen erzählen würden, dass ein Marshmallow-Turm oder irgendwie ein anderes Spiel, Achtung, der Turm stürzt durch deine falschen Einnahmen ein und weil du nicht zu früh einen Turm baust, aber es wird viel lustiger in diesen Spielen, wenn du den Ja. Leuten die Twists, um die es eigentlich dabei geht, vorher verrätst und sie dann mit diesem Blick, dass sie diese Fragen schon mal gehört haben, auch eine andere Art haben der Beobachtung. Okay, und was ist dieser Twist, beziehungsweise was ist diese Debriefing-Frage, die du Die erste manchmal machst? Debriefing-Frage ist, wenn wir jetzt 4 Runden spielen, also ich spiele 4 oder 5 Runden, dann stelle ich Ja. als erste Frage, stelle ich, hey, in welcher Runde hattet ihr eure Arbeit mehr unter Kontrolle? War es die erste oder war es die letzte Runde? Und dann sage ich dem, üblicherweise ist ja aus der systematischen Lernen aus Erfahrung, haben wir mehr Erfahrung in der letzten, also werdet ihr wahrscheinlich sagen, die letzte. Dann sage ich, und dann sagen sie, ja, dann kommt so ein bisschen, wirklich? Ja, wirklich. Und einfach dadurch, dass dieser Punkt dann halt schon mal da ist, nimmst du diesen Twist halt damit rein und danach geht man nochmal rein, was hat dazu dann geholfen, dass diese Stabilität dabei von dem System sehr hilfreich ist. Aber tatsächlich ist schon allein diesen Twist halt vorher zu verraten und das dann nochmal mit reinzubringen, funktioniert besser. Die Probleme treten trotzdem auf. Also Ja, genau. bei Menschen ist es ja so, wir wissen unglaublich viel darüber, wie wir uns gesund ernähren. Trotzdem haben wir so viele Fettleibige wie nie. Und die Leute, die wie ich zum Beispiel dann irgendwann auch mal gerne Cola trinken, trinken trotzdem, obwohl sie wissen, wie schlimm es ist, gleich mal einen Schluck Cola.
Wissen allein ist es nicht, die Anwendung ist es. Und dann Genau, halt nein. schafft dieses Bewusstsein dessen, was danach daraus reflektiert wird, ein anderes Lernen, als wenn du es nicht weißt. Ja. Ja, absolut. Und ich mag halt dieses Priming, ja, dass man so ein bisschen schon mal den Blick schärft. Ja, wie eigentlich beim Feedback ja auch. Ne? Ist immer ganz nett, wenn ich vorher schon ungefähr weiß, worauf ich achten soll. Dann fällt mir vielleicht ein bisschen was Detaillierteres auf. Oder es fällt mir vielleicht früher auf. Ja? Oder eben dadurch bedingt, dass alle diese Frage ja gehört haben, können dann auch möglichst viele am Ende auch was dazu sagen. Ne? Und so wird dann das Gespräch darüber ja dann auch am reichhaltigsten. Ne? Okay, das heißt, das sagst du. Oder steht diese Frage auch irgendwo auf diesem Whiteboard drauf? Nee, die steht normalerweise nicht auf dem Whiteboard Okay, drauf. Also ich erzähl's halt am Anfang, entweder ich bringe den Leuten gerade bei, was in meinen Trainings bei, das ist empirische Steuerung, darum geht es, unterscheidet sich von dem anderen. Deswegen werden wir, weil wir es besser als das nicht erklären können, jetzt simulieren oder halt in der Community-Session sammle ich es halt zusammen, wenn das Wissen schon da ist. Und dann gehe ich okay, rein. klingt Aber gut. ich muss wirklich hinschreiben, würde ich es nicht, weil ich es ein bisschen informell halten will. Okay, gut, dann ist quasi das im Chat. Du hast das nochmal so ausgelobt. Und wie geht's dann los? Gibt es irgendwann ein Startzeichen? Und was ist dann das Erste, was die Teilnehmenden tun? Ja, es ist halt 90 Sekunden Vorbereitung, 90 Sekunden Tun, 90 Sekunden Reflexion. Und so gesehen, wenn wir geklärt haben, dass jeder einen Strich zeichnen können und die Sachen ausreichend verstanden sind, dann sage ich jetzt 90 Sekunden Zeit, Vorbereitung, Zeit läuft. Also es ist jetzt einfach, dass ein klarer gemeinsamer Startpunkt ist und dann ist es letztendlich Ihnen überlassen, wie Sie diese 90 Sekunden nutzen oder nicht. Ja, okay. Du hast ja gesagt, 90 Sekunden, genau. Das sind dann quasi 4,5 Minuten. Und du hast schon gesagt, du 4 bis 5 Runden hat sich so ganz gut bewährt dann. Ne? Okay. Ja, wie entwickelten sich dann denn die Flow-Momente? Was passiert denn so? Was sind denn so klassische, ich sag mal, du hast schon gesagt, so Fettnäpfchen oder Fehler oder Probleme, die die Teilnehmenden dann, je nachdem, welchen Approach, welches Vorgehen sie dann wählen, so entdecken auf ihrer Spielreise. Naja, der Punkt am Anfang ist der, dadurch, dass man häufig es nicht gewohnt ist, in einem Raum voller Unsicherheit so ein Spiel anzugehen. Und jeder von den Teilnehmern seine Meinung hat, ist es meistens so, dass in der ersten Planungsrunde die meisten sehr diffus sind und sehr, sehr dominierend ist, was müssen wir jetzt noch alles klären? Und dieses Klären so lange dauert, was sie alles noch für sich alles 100% klar haben wollen, dass sie meistens zum Ende der ersten Vorbereitungsphase eigentlich nicht, wie gehen wir vor, was ist das Wesentliche, wo wir drauf gucken müssen, wie schaffen wir es, ein erstes Haus hinzukriegen. Stattdessen sind sie dann schon bei generellen Fragen, dürfen wir eigentlich parallel irgendwelche Häuser zeichnen, ähnliches, und verlieren sich so ein bisschen und sind nicht sauber vorbereitet. Und das ist Teil vom Spiel. Und damit gehen sie dann rein. Ich sage denen auch, das ist die Zeit, wir wussten es vorher. Also so gesehen, entsprechend geht man dann halt auch in die 90 Sekunden. Und wenn ihr was klären müsst, könnt ihr es ja auch in der Tun-Phase tun. Und dann kriegen sie halt diese Erfahrung. Und so ein bisschen schrittweise entsteht dann was dabei. Aber in der Regel kriegen sie in der ersten Runde kein Haus fertig, weil dafür müssen sie sich dann extrem zusammenraufen. Aber es gibt halt auch, je nach Gruppe in diesem Container, Leute, die in unterschiedlichen Arten dann halt auch reagieren, weil es halt so ein schöner Erfahrungsraum ist. Und das heißt, wenn einer mit diesem Unklaren nicht umgehen kann, dann toben sich da Leute natürlich in verschiedenen Art und Weisen aus, wie es in einem guten Spiel ja auch passieren soll. Und diese Sachen passieren dann, um dann zu sehen, haben wir ein Ergebnis oder haben wir keins. Meistens halt in der ersten Runde halt kein Ergebnis. Und mit dem reflektieren wir, okay, was haben wir? Okay, ihr habt jetzt 90 Sekunden Zeit für die Reflexion. Und in der Reflexion ist mir halt wichtig, den Leuten klarzumachen, okay, guckt euch das an, versucht zu reflektieren, wo sind die größten Handlungsfelder, die größten Verbesserungsbereiche, auf die ihr euch in der nächsten Runde konzentrieren wollt. Und versucht möglichst zu vermeiden, dass ihr einfach nur mit Lösungen um euch schmeißt. Also hast du vielleicht noch ein paar Beispiele zu Handlungsfelder? Was sind so klassische Handlungsfelder? Klar, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, gemeinsames Verständnis zu entwickeln, zu gucken, wo geht's los, vielleicht aber auch dann, naja, spätestens in der zweiten Runde, oder? Wenn die ersten Häuser gebaut sind, auch nochmal wirklich zu überprüfen, wie ist das mit den Farben, berühren die sich wirklich nicht? Da entstehen da bestimmt auch ein paar Fehler, so along the way sozusagen, oder? Also Handlungsfelder, also das größte Handlungsfeld, was in der ersten Runde eigentlich offensichtlich aufkommt, aber in der Regel nicht benannt wird, ist, wir haben keine Klarheit in der Planung geschaffen, wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten und wir haben eigentlich nichts gemacht. Und in der Regel unterhalten sich die Leute eher,
wo sie eine Schwierigkeit hatten, irgendwie einen Strich zu malen oder ähnlich, sind sehr stark dabei, dann halt auch gerne in so einer Art Solution Dropping abzudriften, wo die Leute sagen, pass mal auf, jetzt muss das, das oder das passieren und genau das. Und die Leute schmeißen halt einfach nur so Lösungen hintereinander hin und haben am Ende von der Reflexionsrunde nichts. Dadurch, dass ich die Leute aber häufig vor der Reflexionsrunde prime und sage, versucht mal zu gucken, wo sind die größten Probleme, die größten Handlungsfelder und nicht einfach nur Lösungen durch die Gegend schmeißen, ist es dann so, dass sie meistens sehr fahrig durch dieses Klein-Klein gegangen sind. Da frage ich, hey, habt ihr es eigentlich geschafft, für euch zu reflektieren, wo ihr jetzt euch gemeinsam darauf konzentrieren wollt? Und dann gebe ich teilweise in dem Spiel auch gerne mal den Tipp zu sagen, also wenn ihr mich von außen als Außenperspektive fragen würdet, würde ich mir die Frage nochmal stellen, zum Beispiel, hattet ihr eigentlich alle zusammen eine Klarheit nach der Planungsrunde oder waren wir irgendwie im Spiel ein Sauhaufen? Und weil wenn das der Punkt gewesen wäre, würde ich mich erstmal auf das Thema konzentrieren. Gebe das nochmal so als Tipp rein, weil viele Leute meistens auf diesen Ausführungsteil sehr stark gucken, wie sie es tun, aber tatsächlich in ihrer Reflexion völlig den Planungsteil ausblenden. Also da gebe ich tatsächlich dann von außen so ein bisschen Hilfe und debriefe das later häufig später auch gerne mal auf den Scrum Master drauf und achte dann eher in den zukünftigen Reflexionsrunden darauf, dass die Leute diesen Punkt für sich präsent haben und sagen, okay, lasst mal erst eine Runde machen, wo jeder einer nach dem nächsten sagt, wo sieht er denn den größten Verbesserungsbereich oder das größte Problem? Und nachdem jeder gehört wurde, versucht mal zu gucken, wo wir gehen wollen. Okay, wow, trotzdem, also anspruchsvoll, ne, das in 90 Sekunden dann zu machen im Spiel. Aber was sind denn so Handlungsfelder, Verbesserungsbereiche oder Dinge, die die Teilnehmenden vielleicht auch in den späteren Runden entdecken? So, ich denke mal so an Runde 2, 3, 4. Was kommt da noch so Also typischerweise auf? sie werden schrittweise präziser. Sie werden schrittweise präziser, sich zu fragen, was fehlt, dass wir überhaupt erstmal ein Ergebnis produzieren können, wenn sie zum Beispiel erstmal noch kein Ergebnis haben, dass sie sehr viel präziser werden. Was fehlt uns jetzt, damit wir mal ein Haus fertig kriegen? Oder werden dann halt deutlich präziser, was fehlt uns dafür, dass wir das jetzt tatsächlich weiter skalieren und weiterbringen können? Zum Beispiel, okay, wie könnten wir es angehen, dass wir es parallelisieren? Oder wie schaffen wir es für uns, klare Signale zu schaffen, dass wenn einer fertig ist und einer reingeht? Oder was passiert, wenn einer technisch häufiger mal rausdroppt, dass wir damit gut umgehen? Oder haben wir eine Klarheit bei der Reihenfolge, wie wir das Haus zeichnen? Sind wir uns überhaupt klar bei der Reihenfolge oder bei der Benutzung der Farben? Das wird dann relativ, von Runde zu Runde wird es halt präziser benannt an der Stelle, was geht's, wie sind wir klar dabei, um das dann halt auch in der Planung besser umzusetzen. Also entsteht halt mehr Ruhe. Okay. Jetzt hast du so ein bisschen auch über Planung gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin als Frage vergessen habe oder ob es gar keinen. Also gibt es ein Scoreboard? Gibt es irgendeine Art von Schätzung, die du den Teilnehmenden auch abverlangst ab einer gewissen Runde? Ja, also das ist eine Option, die ich gerne in dem Spiel benutze, allerdings bewusst auch nicht, also bewusst nicht ab Runde 1, weil in Runde 1 haben wir keine Erfahrung, um dann halt auch zu sagen, okay, ich führe es einfach nicht ein und sage dann halt einfach nach Runde, ab Runde 2 oder 3, okay, ich hätte gerne nochmal von euch einfach eine Hausnummer gewusst, sodass wir das ein bisschen dabei sehen und auch diesen Effekt sehen vor diesem Erfahrungsaufbau. Was denken wir, wie viel schaffen wir? Und sehen, dass sie dabei Schritt für Schritt halt auch ein ganz gutes Gefühl entwickeln, obwohl es Unsicherheiten in der Umsetzung gibt, wie sie es denn jetzt genau machen. Okay. Ja, prima. Also bevor wir dann weitergehen, so in Richtung, ne, Debriefing, gibt es noch weitere Rückschlüsse, die die Teilnehmenden ja, ziehen sollen, die sie vielleicht mal entdecken? Oder vielleicht hast du auch ein Beispiel, wo du sagst, oh, da hat mal eine Gruppe etwas noch darauf projiziert, auf diese Spieledynamik oder auf die Kommunikation, den Umgang untereinander, den du so vielleicht auch gar nicht vorhergesehen hast. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass das tatsächlich für viele Leute, wenn technische Probleme raufkamen, sie das so stark beschäftigt hat, häufig nicht zu sagen, wie gehe ich mit den Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, um, sondern sehr viele, also wir haben ja technische Probleme und teilweise kaum noch in der Lage waren zu arbeiten, was dann dazu geführt, dass ich teilweise vor dem Spiel, bevor wir anfangen, sehr stark prime, alles, was jetzt passiert, ist die Umgebung und wir machen unser Bestmöglichstes, wie wir jetzt hier spielen. Weil ich weiß nicht, ob das manchmal, wenn Leute vielleicht zum Beispiel in einer größeren Firma arbeiten, sagen, einer muss mir eine gute Umgebung geben, dann kann ich etwas ausführen, zum Beispiel, entsteht oder ähnliches. Aber tatsächlich versuche ich es eher in dem Priming nochmal zu sagen, alles, was technisch dazu gehört, gehört dazu. Weil wir zum Beispiel auch keine perfekte Einführung normalerweise von
dem Miro, Mural oder was auch immer wir als Board nehmen, sondern wenn ihr ein Problem habt, müssen wir es dabei jetzt halt auch einfach nochmal lösen an der Stelle, und ihr müsst für euch absprechen, wie wir es dann machen. Zu jener Praxis gehört das Lernen zur Arbeit. Ja, okay. Also man kann nicht schimpfen auf die schlechte Infrastruktur da draußen und den Lag, den dann beim Striche malen dann passiert. Und wenn das eben so ist, dann bei der nächsten Runde ansprechen, ne? Lösen, gucken, wie man damit umgeht, ne? Okay, verstehe. Ja, Mensch, dann sind wir ja quasi schon so, ja, Rückschlüsse dann so beim geführten, ja, Debriefing, also nach der letzten Runde. Was passiert dann? Also die eine Frage, die du dann stellen wirst, hattest du ja den Teilnehmern am Anfang schon verraten, ja? Wann hattet ihr eure Arbeit am besten unter Kontrolle? Und welche weiteren Debriefing-Fragen stellst du? Was sind so Antworten oder dann Learnings, die die Teilnehmenden da erkennen können und haben können? Also, was ich gerne danach mache, ist, dass ich mit den Leuten darüber spreche, beziehungsweise sie vor allem auch in ein freies Gespräch, eine Diskussion reinbringe. Was nehmt ihr mit? Also, wir hatten am Anfang ja darüber gesprochen oder zusammengefasst, was empirische Steuerung ist, um dann halt zu fragen, wie schaut ihr da drauf? Was habt ihr über die 4, 5 Runden gesehen, was sich dabei entwickelt hat? Was fiel euch leicht oder was fiel euch schwer dabei, sich darauf einzulassen? Weil vielleicht ist auch der Punkt dabei, dass ihr sagt, ich kann nur anfangen, wenn alles klar ist. Dabei reden wir hier von einer Umgebung des Lernens. Also, gibt den relativ, relativ gerne einen relativ freien Container, wo wir dann halt einfach eine Runde machen, wo jeder sagt, okay, was ist dir aufgefallen, wenn du jetzt auf die Runden zurückguckst? Was hat sich da für euch entwickelt? Was viel leicht, was viel schwer? Das ist ja erstmal der erste Themenbereich, den ich halt auch einfach erstmal Raum geben will, weil es ist erstmal ein Erfahrungsraum, der geschaffen wurde, den sie für sich reflektieren sollen. Und sie haben halt schon sehr viel liegen. Also sie wissen ja, was empirische Steuerung ist, und sie haben es jetzt halt durch das Halten dieses Raums, dieses Containers erlebt, und das lasse ich dann erstmal resonieren. Okay. Und ich denke, das ist ja eine ganz wichtige Phase, ne? Wo wir nochmal reflektieren, was haben wir gerade gemeinsam erlebt, was hat jeder Einzelne erlebt, wie macht das Sinn, natürlich zum Thema des Tages oder zum Thema des Meetings oder des Trainings. Wie stellst du denn dann aber sicher, dass also das, was da reflektiert wurde und besprochen wurde, dass das tatsächlich auch in den Arbeitsalltag der Teilnehmenden ja, Einzug erhält, beziehungsweise dort angewendet, memoriert wird. Also es kommt danach noch ein dritter Teil des Debriefings erstmal. Das ist der, ich habe es erstmal vor allem für mich entwickelt und vor allem für meine Scrum Master und Product Owner Trainings, wo ich gesagt habe, ich brauche ein vernünftiges Spiel, was diese Erfahrung gibt, weil das war so die größte Brücke, wo ich gesagt habe, das muss ich jetzt erstmal überwinden, damit ich remote vernünftige Trainings anbieten kann, die konkurrenzfähig sind zu dem, was ich vorher gemacht habe. Da habe ich für alle anderen Sachen, hatte ich Sachen gesagt, okay, das kann ich tun, das kann ich tun, aber mir fehlte diese eine Erfahrung für das Empirische, so gesehen, habe ich es dafür entwickelt. Und deswegen ist so als letzte Phase auch nochmal der Übertrag, wir sind jetzt hier in einem Scrum-Training, also hier ist ein Übersichtsbild von Scrum. Wo in Scrum sehen wir denn diese empirische Steuerung, die wir gerade reflektiert haben, in diesem Scrum-Bild? Also wo findet die ganz konkret statt? Und welche Sachen von dem, was wir erlebt haben, gehören denn dazu, sodass das halt auch wirklich in so einer guten Zusammenfassung halt auch konsolidiert wird, sodass man dann in der Phase vom Training danach auch in weitere Teilbereiche reinzoomen kann, zu Rollen, zu Events und ähnliche Sachen dabei, und man dadurch dann halt einen prinzipiellen Teil verstanden hat, den man dann halt gut vertiefen kann. Gut, ich kann mir natürlich auch, ja, je nachdem, was für Themen, wie gesagt, Moderationen, Meetings, Workshops, unsere Zuhörenden sonst so moderieren, kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, das in einem anderen Kontext dann auch einzusetzen. Also jetzt Klar. nicht nur, ne, in einem Scrum Master Product Owner Training, sondern wenn ich die Teams genau darüber, ne, all das, was du gerade erwähnt hast, einfach ins Gespräch bringen will, das ist hilfreich. Okay, Also verstehe. dafür ist es anwendbar. Also es ist halt, wenn du auf solche Themen drauf guckst, es ist ein Spiel, mit dem du empirische Steuerung beibringen kannst, aber gerade diesen Raum zu schaffen, ist halt auch eine relativ schöne Teambuilding-Maßnahme, also Spieler als Teambuilding-Maßnahme, weil du sagst, die Leute spielen so, wie sie zusammenarbeiten. Das heißt, wenn sie gut zusammen irgendwie Sachen angehen, dann performen sie dabei gut und haben halt auch einen heiden Spaß. Und wenn sie halt Probleme haben, wo sie Sachen ausblenden, dann werden sie sich dabei schwer tun, abzusprechen, wie sie irgendwelche Pfeile zeichnen. Und damit kannst du es sowohl in einem Kickoff benutzen, du kannst es
in einem Teambuilding-Event benutzen. Du kannst es auch in der Reflexion benutzen, zu sagen, hey, wir benutzen hier eine empirische Methode und lass uns einfach mal so etwas spielen, sagen, inwieweit leben wir diesen Kern, den wir hier gerade gearbeitet haben, eigentlich in unserer Arbeit? Also da ist es dann halt Werkzeug wie ein Hammer und da kann man dann natürlich verschiedenste Sachen machen. Ja, schön. Ja, ich denke, das ist ja, ich habe vor kurzem auch mal gesagt, so Spiele sind ja in sich wie so eine offene Frage, ne? Das heißt, also man lädt die Teilnehmenden ein, ne, zu beobachten, zu reflektieren, und dann darüber ein Gespräch zu entwickeln. Und ich glaube einfach auch daran, bei so emergenten Prozessen, dass ja das, was dann wichtig ist, dann auch ja, nach oben oder herausgeschält werden kann oder nach oben kommen darf. Und das sind dann manchmal ja ganz, ganz unterschiedliche Dinge, ne? Ja, spannend, spannend. Hast du, beziehungsweise, ich habe hier noch mir noch notiert, du hast ja gesagt, wenn du sehr große Gruppen hast, dann nimmst du noch mal so einen Kniff, weil dann spielen kleinere Gruppen parallel nebeneinander. Wie läuft das dann? Kannst du uns dazu noch ein, zwei Dinge verraten, bitte? Genau, das ist der Teil, den ich auch noch nicht dokumentiert habe, glaube ich. Aber tatsächlich habe ich das Spiel auch schon mit Gruppen gespielt von 60, 70 Leuten. Dabei habe ich erstmal festgestellt, dass einige von den digitalen Whiteboards Performance-Probleme kriegen würden. Also nächstes Mal würde ich es auf mehrere Boards verteilen. Okay, ah ja. Es ist halt ein Performance-Test, wenn du so viele Leute da drauf packst. Ein ziemlich guter. Aber du kannst es halt verteilen. Aber was wir daraus gelernt haben, ist, ich habe das Format vom Spiel ein bisschen angepasst. Wir haben so eine Art Supersprints geschaffen. Das heißt, wir haben die kleinen Runden und ich habe zwei Runden paketiert. Und schickt die Leute dann in eine Breakout, schickt diese kleinen Gruppen dann in eine Breakout-Session zu sagen, ihr kriegt jetzt 11, 12 Minuten Zeit, also auch ein bisschen Puffer noch oben drauf. Wir sprechen vorher ab, wer hat welche Farbe, kann jeder von euch zeichnen. Und wir machen das so, dass eine zusätzliche Rolle eingeführt wird, die habe ich bisher Scout genannt, wo gesagt werden, eine Person guckt, während ihr spielt, dass der Rahmen funktioniert, dass ihr den Rahmen nutzt. Und ihr könnt diese Person auch reinpullen, dass sie mehr moderierende Aspekte übernimmt. Und dann gehen die halt für zwei von diesen Runden in ihre Breakout-Sessions, führen sie für sich selber zusammen mit Hilfe dieses Scouts durch. Und danach kommen wir zurück wieder in den großen Raum, um dann halt einmal nochmal so einmal kurz so zusammenzufassen: Hey, ihr guckt auf die letzten zwei Runden. Wo ist denn jetzt der größte Blocker, damit ihr richtig gut sein könnt? Da ist meistens, na, wir müssten es eigentlich noch mal ein bisschen stärker da zusammenraufen, und sodass wir diesen Rahmen halt stärken. Und dann sage ich, ja, dann macht ihr das doch jetzt einfach noch mal zwei Runden und ich wünsche euch viel Spaß. Und schicke sie dann, damit man es ja einmal zusammen gesehen hat, wieder zurück für zwei Runden. Und dann gehen wir halt mit allen Teams danach ins Debriefing. Und das schafft halt tatsächlich, einerseits funktioniert es in der Skalierung extrem gut, und es führt halt mit diesem Scout so eine Art von Vorstufe von sowas wie einem Scrum Master ein, die von den Leuten in der Regel, wenn sehr wertgeschätzt wird an der Stelle, weil sie sagen, alleine hätten wir uns noch viel mehr verloren, hätten wir diese Person nicht gehabt. Und das schafft halt ein relativ schönes ergänzendes Learning. Okay, das heißt also, wenn du jetzt dann den Übertrag beziehungsweise den Connect ziehst zum Scrum Master oder zur Scrum Masterin, der Scout würde dann nicht mitbauen, ne? Nee. Also, das ist eher so, es ist eher so der Tipp, dass die Person sich rauszieht, weil ansonsten wird es wie im echten Leben bei Scrum Mastern halt etwas schwierig in der Doppelrolle, wo man sich halt extrem gut aufstellen muss, und dadurch, dass es eine neue Situation ist, funktioniert so besser, und du schaffst eigentlich eher idealere Bedingungen, dass so etwas entstehen kann. Okay. Wow. Ja, klasse. Vielen Dank, vielen Dank. Jetzt habe ich also verstanden, genau. Größere Gruppen haben wir uns angeschaut, was sich davor und danach ganz gut eignet, wie du es einsetzt, wo man es aber auch noch einsetzen kann. Ralf, was ist denn, vielleicht noch so zwei, drei Fragen, was ist denn dein ultimativer Moderationstipp oder Facilitation-Tipp? Also es muss vielleicht jetzt gar nicht nur auf das Haus vom Nikolaus gemünzt sein. Was würdest du unseren Zuhörenden so zurufen? Worauf sollen sie sich auf jeden Fall vorbereiten? Was sollten sie auf jeden Fall bedenken? Also ich glaube, das Wichtigste zu bedenken, wenn man Spiele moderiert und wenn man sie nutzt, ist immer die Frage, was wollen wir als Learning Objective damit erreichen? Das heißt, dass man nicht hingeht, wir machen jetzt das Haus vom Nikolaus oder wir bauen hier was mit Lego oder wir schmeißen hier Bälle oder was auch immer, sondern als erste Frage, wir haben hier ein Thema, zu dem es sinnvoll ist, einen Erfahrungsraum aufzubauen, und diese Frage sollte klar sein, und darauf sollte man dann diese Spiele möglichst einfach und konsequent ausrichten, sodass dann halt auch eine gewisse Playability entsteht.
Weil wenn man diese Sachen jetzt ausufern lässt, dann entsteht so ein Stop and Go und die ganze Magie, aber auch dieser ganze Lernraum geht verloren. Okay. Dazu habe ich übrigens 2000, kannst du verlinken, dazu habe ich Ja. meiner damaligen Zeit bei Agile 42 zu 2012 oder 13 noch mal einen Blogpost geschrieben, der hieß, worauf sollten wir was zeichnet ein gutes agiles Spiel aus oder ähnliches, hatte ich den genannt Ja. auf Englisch. Ja, super. Ey, werden wir auf jeden Fall Da verlinken. waren genau die Sachen mit drin. Ja. Nee, werden wir auf jeden Fall verlinken, so direkt in den Shownotes und dann können unsere Zuhörer denn da direkt gleich weiterlesen. Ja, spannend. Ralf, gibt es da irgendwas, worüber wir nicht gesprochen haben? Also jetzt zumindest für das Haus vom Nikolaus. Ich habe natürlich verstanden, du hast ein großes Spektrum an ganz unterschiedlichen, ja, Serious Games, Agile Games, die du remote, die du aber auch on-site einsetzt. Vielleicht kann ich dich mal für die ein oder andere weitere Serious Games Podcast-Folge einladen. Aber hier haben wir irgendwas ausgelassen, was noch wichtig ist für dieses Spiel, für diese Learnings. Also ich glaube, das Spiel haben wir relativ gut beschrieben. Das Witzige für mich bei dieser Spieleentwicklung ist für mich, dass ich da so ein bisschen überraschend zugekommen bin, weil ich eigentlich früher, ich nenne es mal so, staatlich anerkannter Spielehasser war. Und das hat mir manchmal auch dabei geholfen, glaube ich, ganz gut Lernspiele einzusetzen, weil ich halt sage, ich setze sie wirklich nur dann ein, wenn ich einen wirklichen Sinn und einen Mehrwert darin sehe und damit dann halt auch eher die Leute mit reinkriegen kann an der Stelle, die ansonsten halt eher skeptisch sind, nicht jetzt schon wieder irgendwie um Baum tanzen mit bunten Stiften und sonst irgendwas. Das ist so das zu dem Thema. Ansonsten sind die Zuhörer natürlich gerne eingeladen, auch wenn ihr euch mehr für Scrum interessiert, in meinen Podcast Scrum Meister mal reinzuhören, wo ich versuche halt fokussiert so die Essenz und den Kern aufzuarbeiten, weil ich finde es großartig, dass du die Sachen hier in einem Podcast aufarbeitest, weil das halt ein Medium ist, was man wunderbar schön mitnehmen kann. Und das habe ich in ähnlicher Art und Weise versucht, auch zu übertragen auf das Thema. Jan. Wie nutze ich Scrum von seiner Intention vernünftig und finde das momentan eigentlich auch ganz spannend, was man da über Podcasting lernt und wie man damit halt ein neues Medium gewinnt, um Sachen zu vermitteln. Ja, absolut, absolut. Und ich weiß, du hast schon weit über 50 Folgen in deinem Podcast. Also da können ja die Hörerinnen und Zuhörer, den verlinken wir natürlich auch, stundenlang dir und deinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen zuhören. Scrum meistern, genau, hattest du schon erwähnt, den findet man dann unter den einschlägigen ja, Korrekt. Podcast-Apps. Wie und wo kann man dich denn sonst noch erleben? Also jetzt remote, vielleicht sogar beim Haus vom Nikolaus. Du hast angesprochen, Scrum Master Trainings, Product Owner Trainings. Also kannst du doch deine Webseite oder wo sollte man dich kontaktieren und finden können? Genau, also ich stelle einen Teil auch Online-Events über meine Seite, über meine Firma Enable Change ein, also auf enablechange.de und ich habe mit Mario zusammen habe ich eine Initiative gestartet, die hatten wir Remote Scrum genannt, wo wir regelmäßig Online-Events organisieren, wo wir halt einen Lernraum schaffen wollen, wo wir verschiedene Themen aufarbeiten. Da wird jetzt, wo wir diese Woche was aufnehmen, auch wieder was stattfinden, wenn das ausgespielt wird, auch, wo es uns darum geht, wie schaffen wir es halt, Austausch und Erfahrungsräume zu schaffen, die gut moderiert sind, damit wir da halt einen guten Austausch haben, weil mir ist wichtig, dass wir da voneinander lernen in diesen sich ändernden Zeiten und ich habe gleichzeitig aber davon auch unglaublich viel mitgenommen zu guter Remote-Arbeit. Also es war auch so ein bisschen eine Spielwiese. Okay, auch das werde ich direkt verlinken oder findet man das auf deiner Webseite Remote Scrum? Beides. Beides. Okay, wird alles verlinkt. Und wer es nicht finden kann, möge uns gerne antwittern oder auf Gerne. LinkedIn kontaktieren. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ralf, ich sage erstmal herzlichen Dank nach Hamburg und herzlichen Dank auch für diese ja, Insights, wie du dieses Spiel wirksam machst und wie du es gerne einsetzt. Ich finde das ganz klasse. Danke dafür. Danke für deine Zeit und danke dabei sein zu dürfen. Ja, und für alle, die jetzt sagen, Mensch, da gibt es doch bestimmt einige mehr Spiele, die sich auch in diesen Zeiten remote, aber auch nach diesen Zeiten mit Remote Teams spielen lassen. Hört einfach mal rein im Serious Games Podcast. Gibt's, mir fällt jetzt akut ein. Das Taschenrechnerspiel oder das Commuter Game. Ich habe noch eine Folge, die ist vielleicht dann schon ausgespielt, wenn ihr das hört, zum Thema Change Game und noch viele weitere Spiele lassen sich gut übertragen. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Reinhören. Bis dahin, ihr euer Julian. Ihr erreicht Julian unter
hallo@keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.